leise sein? Also jetzt ja gerade, weil, guck mal, meine bucklige Verwandtschaft. Die schlafen gerade alle. Ist das nicht herrlich? Los, Schlumpi, fang mal an. Aber nicht so laut, klar? Hallo und herzlich willkommen beim Bulliklatsch. Zuallererst möchten wir Ihnen zeigen, welche Geräusche ein kleiner weißer Bulli des Nächtens so von sich gibt. Leider konnten wir noch keinen Übersetzer dafür finden. Außerdem hätten wir noch zu berichten, dass der Herr Schröder eine Banane auf dem Trip nach Lübeck gefuttert hat. Na toll, und ich musste heime bleiben und habe keine Banane gekriegt. Das ist wirklich unfair. Ja, kommen wir jetzt zum Bulli-Beat. Heute bei unserem Bulli-Beat ist ein Schriftzeichen. Der Buchstabe E. Essen, Ente oder empört. Aber immerhin durfte ich mit, als wir die bucklige Verwandtschaft in Kerzin besucht haben. Mann, war das wieder in Rumgeknauze. Vom Allerfeinsten, sage ich euch. Kann ich nur empfehlen. Jetzt kommen wir wieder zu unserer neuen Kategorie Gutes Versteck, Schlechtes Versteck. Heute ein gutes Versteck. Icke auf der weißen Decke, kaum zu sehen. Ja, nicht schlecht, kleiner Frosch. Und jetzt müssen wir mal alle richtig aufpassen. Jetzt wird es nämlich ganz tolle wichtig, weil das ist nämlich der Gizmo. Der Gizmo ist ein Foltermix und der ist nämlich in Berlin weggelaufen. Aus Versehen hat sich verlaufen und nur wieder ganz dringend gesucht. Jeder, der irgendeinen Hinweis geben kann, bitte unbedingt melden. Entweder bei uns oder bei Facebook mal auf die Seite von uns gucken. So, und jetzt kommen wir wieder zur Vorstellung eines Ministers bzw. einer Ministerin. Bitte da rechts im Bild, das ist meine Oma, die Bonnie, die ist Verteidigungsministerin. Und bitte, das ist die kleine Ivy Mausgewitz. Auch schon echter Rüssler, aber die hat noch kein Amt, die ist noch zu klein. Mutti und ich, wir wollen ja wissen, wie das Wetter wird. Sag mal an, Vorrat. Wow, also das Wetter, Herr Schröder, ich würde sagen, wow. War die Bulli News für heute. Wir knautschen euch nochmal alle ganz dolle. Und denkt dran, falls ihr irgendwann von dem Gizmo hört oder seht, müsst ihr sofort Alarm schlagen, bitte. Vielen Dank, euer lauendes Mausgewitz und das ganze Bulli News Team. Gute Nacht. Knautsch.